Also ich glaube, dass die zentrale Antriebskraft für das touristische Reisen einfach die Sehnsucht nach der Abwechslung, nach anderen Orten, nach anderen Kulturen ist und dass die Menschen in dieser Form eben versuchen, für sich was rauszuholen. Also eine Ergänzung ihrer eigenen Persönlichkeit, ihrer eigenen Erfahrung in den Vordergrund rücken. Und für andere ist es eben die Erholung, ist es das Wellnessen oder ist es einfach die Neugier, die sie befriedigen möchten. Und die Neugier ist ein ganz wichtiger Aspekt auch beim touristischen Reisen. Da sind wir wieder bei dem Phänomen, dass eben das, was die Leute suchen, sie zerstören, indem sie es finden, alle zur selben Zeit nämlich. Und dann ist der Zweck des Reisens eigentlich nicht geglückt.